herzlich willkommen hier heute zu unserer Live-Sendung aus Mainz. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Jutta Schüler, ich bin pädagogische Mitarbeiterin beim Bildungswerk und in der Regie heute meine liebe Kollegin Annika. Vielen Dank. Ja, unser Gast heute ist Andrea Becker. Andrea, schön, dass du da bist. Ja, prima, ich freue mich auch, ja. Andrea, du hast ja eine besondere Beziehung hier zu diesem Haus und zu den Menschen größtenteils noch, denn du hast mal hier gearbeitet beim Bildungswerk und beim Landessportbund. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, wir haben gerade mal gerechnet. Ja, genau. Ja, 97, genau. Und dann 99 beim LSB für den Schulsport und dann 2003. Bin ich ja mehr in die Praxis, weil Schulsport dann sehr theoretisch dann noch war. Ja, also 18 Jahre ist es her, dass du hier aufgehört hast und einen neuen Weg eingeschlagen hast. Aber der Kontakt ist geblieben zu Andrea. Immer mal wieder zur Weihnachtsfeier hat man sich gesehen und natürlich als Referentin hat sie sich auch mit eingebracht, hat sehr schöne Seminare für uns gemacht. Von daher ist der Kontakt eigentlich nie abgerissen. Ja, was ein Glück, ja. Möchtest du ein bisschen erzählen, was du... Ja, zu meiner Person, das kennen wir ja nicht alle, weil ich jetzt bin ich mal wieder mehr in Ausbildung tätig für Hessen und so Leichtathletikverband und auch, wie gesagt, für den Sportbund. Und ja, ich denke mal, der hängt mich auch demnächst wieder mal machen. Ja, selber, wie gesagt, komme ich vom Turnen, deswegen ist auch die Verbindung zum CrossFit da relativ gut gegeben. Habe dann mit 14 schon Vorturner gemacht, mit 15 Aerobic-Trainer, also bis ich angefangen hatte. Dann Übungsleiterausbildung, Sportstudium und dann in der Reha-Klinik gearbeitet. Nach der Reha-Klinik bin ich dann beim Bildungswerk gelandet. Ja, das hatten wir schon. Ja, und nach dem Bildungswerk dann ins Fitnessstudio. Genau. Ja, da bist du jetzt auch schon sehr lange. Genau, da bin ich der Kinderregen, weil da halt flexibles Arbeiten 7 Tage die Woche von 8 bis 22 Uhr möglich ist. Das war der Grund. Ja. Jetzt sind wir aber schon groß. Ja. So vergeht die Zeit. Ja. Ja, als wir vor 3 Wochen uns entschieden haben für das Thema Muskelkraft trifft Balance und Geschmeidigkeit für unsere Praxisimpulse, habe ich eigentlich direkt an dich gedacht, weil du verkörperst für mich irgendwie so beides, ja, dieses Kraftvolle, aber auch die Beweglichkeit und die Geschmeidigkeit, die du hast. Und da kam ich auf die Idee, dich anzurufen und dich zu bitten, uns als Modell zur Verfügung zu stellen für unsere Praxisimpulse. Und das haben wir dann vor 3 Wochen auch gemacht. Vielleicht hat Annika so ein paar wunderschönen Wetter, genau. Ja. Genau, da ist Petra hinter der Kamera und Andrea schon in Aktion. Ja, es war ein sehr heißer Tag, ne? Ja. Wir haben ganz schön geschwitzt, es war in der Mittagszeit auch noch. Und wie ich kam, mussten wir uns erstmal mit Sonnencreme einschmieren. Das war ich auch mal. Genau. Ja, ich glaube, das war so der erste richtig heiße Tag nach der langen schlechten Wetterperiode. Ja. Sehr schön. Annika hatte einen tollen Platz gefunden, eine schöne Location mit so einer Betonwand. Ihr seht es im Hintergrund mit Graffiti. Ich fand, das hat auch sehr schön zum Thema gepasst. Ja. Inspirierend auch, genau. Ja. Die Vorschläge waren auch gut, ganz schön, die kamen, ja, die aufs Foto sollten. Ja, wir mussten Andrea auch überhaupt nicht korrigieren. Sie hat alles gewissert. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht nochmal zu unserem Thema. Also es geht im Grunde um die Kombination von funktionellem Training und Yoga. Gibt es auch einen Titel dafür, Cross-Yoga nennt sich das. Ich bin da irgendwie durch Zufall drauf gestoßen, auf das Thema durch einen Artikel in irgendeiner Zeitschrift und dachte, ups, Cross-Yoga, was ist das? Und habe mal ein bisschen recherchiert und habe auch ein Buch dazu gefunden. Cross-Yoga für Sportler. Und der Begriff Cross-Yoga setzt sich zusammen aus CrossFit und Yoga. Und für diejenigen, die jetzt nicht so viel mit CrossFit anfangen können, Andrea, bist du dran, vielleicht mal kurz zu erklären, was versteht man unter CrossFit? Ja, also ich weiß nicht genau, wann es kreiert worden ist, schon ein bisschen her, aber ich kann ja. 80er sogar, also richtig schon langsam 4 Kraftelemente, Turnelemente und auch Wettkämpfer. Ja? Und
2013, 14, da habe ich auch einige Sachen mitgemacht, aber keine Wettkämpfe, sage ich mal so. Aber es sind so Bewegungen auch, es gibt so Workout of the Day oder Übungen vom Tag halt. Zum Beispiel, ich glaube, Cynthia legt mich nicht fest im Griff, vielleicht sind jetzt, glaube ich, dann so und so viel 5-mal Klimmzüge und 10 Liegestütze und dann noch 5 Kniebeugen. Die Anzahl weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es gibt auch richtige Meisterschaften, da habe ich extra mal reingeschaut, also ich habe da gefragt, weil ich meinte, weil ich nichts mehr so mache. Und dann hat sie gemeint, ja, mach das. Und dann habe ich gesagt, guck mal mit Meisterschaften, das war eigentlich ganz witzig, dann die Meisterschaften von 19 und 2020 zu sehen, wo die Mädels dann halt irgendwo hochklettern mit so Steckfingern, Seilspringen ganz schnell und dann Kniebeugen mit Gewichten und Schwingen so. Also kann man immer mal reingucken bei YouTube, wenn man wissen will, was CrossFit wirklich ist. Ja? Es ist jedenfalls eine harte Sache, hatte ich den Eindruck. Ne? Das ist ein sehr anstrengendes Training. Ja, und sage ich mal so, deswegen wird es eigentlich mit wenigen Boxtraining, mit wenigen Teilnehmern, weil es natürlich verletzungsgefährlich hochzieht. Ja. Das macht natürlich auch das Tempo. Es kommt ja darauf an, wie viele Wiederholungen man schafft dann in der Zeit. Ja. Ja, genau, da geht es natürlich auch Geschwindigkeit und das ist dann natürlich dann, wenn die Ausführung nicht stimmt, dann geht es natürlich, sind die Verletzungen dann relativ schnell da. Ja. Die Übungen selbst sind, glaube ich, entweder Bodyweight-Übungen, also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht aus dem Functional Training oder funktionellen Training oder auch mit Gewichten. Gewichten genau, ist auch dabei. Kettlebells dann auch. Sprint, ja. Sprints und so weiter. Genau. Ja. Mhm. Ja, und die Autorin von diesem Buch, Michaela Weller, was ich da entdeckt hatte, die auch den Begriff Cross-River-Roll kreiert hat, hat auch in der Box trainiert, kommt aus dem Fitnesssport, hat auch ihr halbes Leben Fitnesssport betrieben und hat dann den Bezug zum Yoga gefunden, indem sie selbst mal einen Kurs gemacht hat, später dann auch eine Ausbildung und begann dann mit den Crossfit-Sportlern Yoga zu machen. Erstmal nur so zum Ausgleich, zur Verbesserung der Beweglichkeit und hat dann diese Yoga-Einheiten immer mehr angepasst an die Bedürfnisse von den CrossFit-Sportlern. Und die haben dann regelmäßig in der Woche ihre 2 Yoga-Einheiten gemacht, Cross-Yoga. Genau. Ja, aber diese Verbindung von funktionellem Training und Yoga kennt man auch aus anderen Bereichen. Zum Beispiel Fußball, ne? Ja, im Moment guckt der Wandern an. Auch meine Kinder rudern, zum Beispiel in der Wochenende deutsche Meisterschaften, die Juniorenmeisterschaften, die müssen auch Yoga machen. Ja, also auch die Ruderinnen müssen Yoga machen. Ja, und genau, die Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft trainiert ja mit einem der bekanntesten Yoga-Trainer, mit dem Patrick Bromer und Marc Verstegen. Auch eine Kombination aus Functional Training und Yoga. Also diese Verbindung gibt es sicher öfter und Yoga macht sicher auch Sinn in Verbindung mit Kraftsport oder mit Wettkampfsport. Ja, ich meine, es gibt ja auch eine Yoga-Richtung, das ist Ashtanga-Yoga, die ja sehr anspruchsvoll ist auch im Bereich Kraft. Ja. Unterrichte noch nicht so lange, weil ich immer so bei selber Yoga unterrichte, seit 2003. Natürlich das Power-Yoga, ich betone das mal so, wie es auch ursprünglich war, weil Power-Yoga war 2003 noch sehr schnell. Also nicht so lange halten, sondern man ist wirklich durch die einzelne Position durchgehuscht, kann man fast sagen. Ja? Was es aber Sportlern oder Fitnesssportlern erstmal leichter macht, den Zugang zu Yoga zu kriegen, als was bei mir. Wenn es so ein dynamisches Yoga ist. Ja, also man hat natürlich wahrscheinlich keine Lust, stundenlang in einer Position zu sein. Ja, weil man sieht, man kann halt auch, man kann einfach so stehen, dann kann ich jetzt 2 Stunden stehen. Ja? Ich kann aber auch, ihr merkt, was ich mache, Knie ausrichten, Sprunggelenk ausrichten, Becken ausrichten, ja, hier öffnen und dann ist es super anstrengend. Wenn ich die Tür locker lasse, kann ich ewig stehen. Ja. Und das macht so einen Unterschied, das zu lernen, wenn man richtig steht. Ja. Also Yoga kann auch anstrengend sein, auf jeden Fall. Richtig anstrengend. Ja. Aber was macht Yoga so wertvoll für Sportler? Also, dass man Yoga noch kombiniert mit dem normalen Training. Also es ist halt so, es ist ja schon seit Jahrtausenden, würde ich sagen, als Gesundheitselement vorhanden und hat jetzt nicht den Wert schneller, weiter, höher. Und das merkt man auch, ja, weil das im Prinzip viele Sachen halt für den Brustkorb öffnen, die Hüfte öffnen,
Stabilisierung. Und das, wie gesagt, schadet ja keinem, ja, ob es jetzt wieder Sportler ist oder halt den Alltag. Atmung spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und wir haben dann einmal die Stabilität von den Gelenken, wir haben von den Faszien die Elastizität, ja, und haben von der Muskulatur die Haltekraft, die wir für den Alltag brauchen. Ja. Teilweise halt auch Dynamik drin, aber teilweise Dynamik fehlt ein bisschen. Und wenn man dazu noch ein bisschen spazieren geht oder joggt oder Bad fährt, hat man eigentlich alles sehr. Das kann man dann, je nachdem, was man macht, natürlich weniger. Ja. Ja, aber ich denke, es ist eine interessante Kombination, vielleicht auch für euch, die ihr jetzt zuschaut, wenn ihr selbst unterrichtet, selbst Kurse durchführt im Verein, vielleicht die Idee, mal das ein oder andere Element mit in eure Übungsstunden reinzunehmen. Und Andrea hat uns ja auch ein bisschen was mitgebracht. Jetzt können wir gleich in die Praxis einsteigen. Was erwartet unsere Zuschauer jetzt? Also erst ganz spannend, habe ich jetzt auf der Übernahme noch gar nicht erzählt. Ich erzähle euch erstmal, wo der Sonnenbus herkommt, aber meine Theorie, meine eigene Theorie, ja, meine ganz eigene Theorie, ich finde sie sehr logisch. Ja, mein Sonnenbus, wie ihr merkt, das ist eigentlich schon eine sehr funktionelle Übung. Und Burpee kennt man gleich vom Namen auch. Das ist so eine Verbindung, die jetzt überall im Workout feststehender Begriff gelandet ist. Auch eine Reihenfolge, wo wir halt immer nach hinten gehen, wieder hochstehen, eventuell noch springen, also eine Bewegungsfolge. Kniebeugen ist eine sehr funktionelle Übung, aber gleichzeitig, wenn ich es länger halte, ist es halt wieder der Schule, oder der Blitz vom Yoga. Dann machen wir natürlich noch ein paar andere funktionelle Übungen und dann gehen wir weiter über zu Yoga-Elementen, die halt ganz klassisch sind. Ja, wenn wir zum Beispiel über die Seite dehnen, ja, dass uns was bringt, wenn wir ein Latissimus ziehen machen, ja, für normale Sportler oder halt einen Klimmzug für unsere Crossfitter. Ja, dass im Prinzip da auch wirklich aus dem Handel trainiert werden kann, ich die hier irgendwo so rumhänge. Ja, also der Bewegungsspielraum erweitert sich dann auch, was ich. Man weiß ja auch, sage ich mal so, wenn man im Prinzip immer krumm sitzt, im PC, ja, ist die Lebenserwartung sind auch, ja, was wird dann, wenn ich tief durchatme. Beim Yoga ist ja so, dass wir lernen ja die Atmung. Ich glaube, die Atmung ist ganz zentral, ja, da kommen wir auch. Das, was das so wertvoll macht. Auch. Und wenn du jetzt hier eben aufs Buch hingewiesen hast, ist ja auch so, in dem Moment, wenn die Crossfitter sehr auf Geschwindigkeit trainieren, dann muss die Atmung muss halt gelernt sein, sonst passt es halt nicht. Ja, ja. Ich würde sagen, ich wollte mal die Fläche hier für dich. Gehen wir in die Praxis. Ich glaube, du wolltest noch auf die Zeitung hinweisen, oder? Aber vielleicht am Ende nochmal auf die Praxisimpulse hinweisen. Ja, genau. Da zeige ich euch auch mal Sport. Ich habe mal die Spiele weg. So, wo kommt der Sonnenbus her? Das wollte ich kurz erzählen. Und zwar, wie ich im Sportstudio mache, ich gehe mal die Schuhe runter, knacken. Wenn man länger hier sitzt, dann kann es auch mal knacken. Dann hatte ich gleichzeitig, ich habe Hauptfach Gymnastik auch gehabt, und da hatten wir auch mal Tanz der Derwische, die fünf Tibeter, ein bisschen was Pilates, also das heißt, wir hatten so überall was kennengelernt und auch den Sonnengruß. Gleichzeitig hatten wir aber auch die Ontogenese, das heißt, wann kann ich welchen Sport machen? Und da geht es aber auch, wie kommt das Kind zum Stand? Und da sage ich so, oh, Kind zum Stand, das ist doch der Sonnengruß. Schnelldurchgang. Ja, ihr könnt mal ganz kurz gucken noch, ja, bevor ihr gleich mitmacht. Baby kommt auf die Welt, sieht nichts. Also wenn ein Baby auf die Bauchlage legt, sieht das noch nichts. Also muss es gucken. Baby guckt. Ist immer noch zu wenig zu schauen, also fängt ihr an. Wenn ihr kleine Kinder habt, dann könnt ihr mal schauen, wie macht das richtig. Kein Kind macht so. Könnt ihr abgucken, wie der Bauchschaumler dann richtig, also nicht so merken, also richtig weg. Ja? Ja, die sind hier, die sind natürlich, haben natürlich noch andere Hebelverhältnisse. Ja? So, dann kommt Rumpftraining. Nach dem kommt Rumpftraining, das heißt, die Kinder wollen, trainieren ihren Bauch und den Rücken, ja, wollen sich rum. Nach dem Rumpftraining kommt das. Dann sind sie wieder hier, Rumpftraining. Ja, bis Krabbeln kommt immer noch Rumpftraining. Sitzen ist auch noch Rumpftraining. Und dann kommen sie wieder vom, manche stehen natürlich auch so auf, aber ansonsten hier, bloß was zum Festhalten, nicht stehen. Ja, also sehr, kann man sich vorstellen, wie das geht. So, und ob ihr jetzt Sonnengruß kennt oder nicht, ihr macht einfach mal mit, weil im Prinzip ist es dann gleich schon eine Vorübung für die Burpees, die wir brauchen. Ja? So, wir machen aber eine
keinen klassischen Sonnengruß A, sondern eine Mischung aus B. Das heißt, wir nehmen den Stuhl nämlich dazu. Das heißt, ihr beugt, müsst ihr mitmachen. Ich habe ja Platz und auch es wird bequem. Und wenn ihr euch vielleicht auch im Bildschirm seht, dann könnt ihr versuchen, dass der Kopf, Becken und Füße ein Lot bilden. Ja, kann man sich so vorstellen. Wenn ihr die Zehen ruhig bewegen könnt, wenn ihr noch ein bisschen tiefer geht, spüre ich vielleicht auch schon, ja, wie bei einer Kniebeuge, die Oberschenkel und natürlich auch den Rücken. Ja. Und das nennt man wieder so orientieren, rechts und links, kann man ein bisschen verriegeln. Jetzt darf ich auch mal ein bisschen höher sein. Ja. So, nehme ich mal die Arme hoch, dann ist es ein bisschen anstrengender noch. Und dann gehe ich nach vorne runter. So, bin ich in der Vorbeuge. Von hier aus mache ich mal erst die Schrittvariante. Das heißt, ein Fuß nach dem anderen, das rechte, dann das linke. Und dann bin ich im Brett. Ein Brett kennt man auch vom funktionellen Training. So, da bleiben wir aber erstmal kurz, weil wir üben schon mal was und üben schon mal die Beine ein bisschen anzuheben. Genau. Das machen wir erstmal langsam. Und hört mal den Hals in Verlängerung zu halten. Red ich ganz komisch. So, dann machen wir es erstmal leichter. Wir gehen auf die Knie. Und wenn wir es schaffen, nehmen wir die Ellbogen mal ganz eng am Körper. Wenn es zu schwer ist, Ellbogen nach außen ist leichter. So, also sucht aus, entweder hier eng oder ein bisschen gedreht. Und dann machen wir schon diese, ich glaube, Frauensiegestütze sagen manche, aber eigentlich diskriminierend finde ich das schon ein bisschen, gell? Ja? Also die erleichterten Liegestütze. Männer dürfen es genauso machen. Und so, ja? Und wenn ich schaffe, die enge Variante. Und dann, wenn ich nicht mehr kann, aber auch wenn ich immer noch kann, lege ich mich mal ab. Dann machen wir noch eine Zwischenübung. Kein klassischer Sonnengruß. Die Hände mal ganz weit nach hinten. Warum? Weil dann die Schulterblätter hinten an der Wirbelsäule sind. So, jetzt versuchen wir mal, nur die Ellbogen zu beugen. Und die Hände lösen. Und nur die Ellbogen beugen. Guck mal, die Oberarme bleiben, wo sie sind. Und dann kommen die Hände hin. Dann versuchen wir noch mehr das Schambein zur Matte zu schieben. Jetzt braucht er wieder Kraft. Jetzt gehen wir wieder auf die Knie. So. Und eine Übung, die ihr hoffentlich von allen Kursen kennt. Ich glaube, wir machen das heute gar nicht mehr. Wie eine Katze, die was aufschlägt. Also wir haben im Moment im Fitnessstudio eine Praktikantin, die war heute im Kurs. Die kannte das nicht und konnte das auch gar nicht. Das sah lustig aus bei ihr. 18 Jahre und konnte das gar nicht. Also von daher, oh, so alter Hut, aber manche kennen das nicht. So, von hier aus haben wir noch eine Zwischenübung. Ja, das bleibt kein klassischer Sonnengruß. So, Arme strecken und von hier aus heben wir mal die Arme an. Jetzt machen wir ruhig ein bisschen schneller. Und der Weg kann hier mal auch Geschwindigkeit. Hier mal eine Mischung. Einmal das Strecken vom Rumpf. Armrumpfwinkel ist groß, was ich fürs Yoga brauche. Für den Alltag aber auch oder auch für die Kniebeuge. Und gleichzeitig muss ich natürlich auch schon die Muskeln im Schulter- und Rückenbereich beanspruchen. So, hier kommen die meisten ja mit dem Oberkörper auf die Oberschenkel. Merkt euch das mal. Ja, also den Oberkörper auf die Oberschenkel. So, dann legen wir die Hände mal auf. Jetzt ist noch eine Mischung gerade. Die Mittelfinger, die sind jetzt wie Eisenbahnschienen. Ja, wie Körper und Geist. Das heißt, wenn die zueinander zeigen, stoßen sie zusammen. Wenn sie auseinander zeigen, entfernen sie sich. Das ist blöd, wenn man eine zwiegespaltene Persönlichkeit sieht. Also parallel, dann nochmal die Katze, die Füße aufstellen. Und dann schieben wir uns weg. Die Knie erstmal gebeugt lassen, weil das Ziel ist jetzt mal, ich mache euch ein bisschen enger, mal mit dem Oberkörper wieder auf den Oberschenkeln zu landen, was wir eben da unten hatten. Und dann kann man probieren, ob man da ein bisschen mehr nach oben geht. Kann man noch ein bisschen beugen. So, und dann trainieren wir so ein bisschen was für die Burpees. Das heißt, da brauchen wir, wenn wir den Sprung mitbauen, brauchen wir so ein bisschen Elastizität. Wer will, kann ich so ein bisschen abspannen. Also ich kann ja nur so leicht wippen
oder ich kann auch so ein bisschen springen. Ja? Und dann CrossFit kann man dann so Sachen, dass man später in Handstand geht, das heißt, ihr könnt auch schon mal den Versuch ein bisschen höher. Das ist ganz gut zu machen. Genau, Bretter finde ich auch schon ein bisschen anstrengend. So, von hier aus, immer wieder zwei Schritte nach vorne, strecken den Rücken ruhig mal und Knie ruhig beugen. Geh ein bisschen ran, geh nochmal über den Stuhl, weil da weiß ich, dass, ja, ich bin auch schon vorgeschädigt, ich bin schon an der Bandscheibe operiert, deswegen mache ich das extra so. Und da kann ich viele Sachen machen, oder ich muss sie richtig machen, weil wenn ich sie falsch mache, kriege ich Rückenprobleme. So, wir gehen nochmal in den Stuhl. So. Ja, von hier aus mal in die Vorbeuge. Den Rücken strecken. Und jetzt such aus. Entweder zwei Schritte oder genau. So, ganz nach unten. Ganz runter. So, nochmal hinten fassen. Die Hände neben dem Brustkorb. Hier hin oder ein bisschen höher. Auf die Knie, auf die Füße. Einmal nach hinten. Ganz hoch. So, jetzt schaue zu deinen Händen. Ja, denk wie an so einen Hasensprung. Genau, und von hier aus zwei Schritte oder der Sprung. Ranziehen. Wieder beugen. Nach oben. Und ab. So, wir machen mal eine langsame Variante. Das heißt, wir gehen tief. Machen wir zwei Schritte. Ein Liegestütz. Gehen wir hier hin. Ruhig rechts und links, dann haben wir genug Platz. Kommen nach oben. Und die Arme einfach mal tief. Machen wir nach oben. Gehen tief. Machen das andere Bein zuerst nach hinten. Gehen ganz nach unten. Wieder hoch. Wieder mit Beinen nach vorne. Wir strecken. Und da nochmal hoch, jede Seite nochmal tief, nach hinten, absenken, hin, hopp. Da kann man nicht gleich weitermachen, ja? Hoch, oder, letztes Mal in der Variante, genau, ja, oder, wir springen, tief, springen und springen auch hier. Aussuchen. Das Tempo muss nicht genau gleich sein. Ja, aber probieren. Hopp. Oder wir verbinden jetzt noch mehr. Das heißt, wir gehen auch ein bisschen auf Geschwindigkeit. Hopp. Ah, sauber. Einmal noch. Ja. Das ist ja ein schönes Sauber. Denn ich hoffe, der kann auch nur springen. Ne? Ich mache noch einmal mit nur springen. Da. So, jetzt. So, jetzt eine Rückwärtsvariante. Rückwärtsvariante heißt, wir gehen hier hin. So, Bauch hatten wir eben auch schon, aber noch mehr Bauch. Wir rollen ab. Ihr macht jetzt nur auch Grundschuss. Genau. Also leicht angesäumt. Oder ihr zieht euch hoch. Oder wenn es geht vom Rücken her, hätte ich gern, dass ihr wollt. Genau. Und jetzt kann man auch die Hände mitnehmen. Und wer das nicht kann, der darf gerne die Bauchbewegung noch machen. Einmal, weil wir haben noch mal mehr Übungen. Ich komme nicht durch. So, dann gehen wir hier hin. Ja. So, Liegestütz hatten wir eben schon. Ich zeige die Leichtvariante. Wir gehen tief, einmal nur, und öffnen uns über die Seite. Das brauchen wir nachher auch, genau. So, nochmal. Tief. Und öffnen uns über die Seite. Wenn ihr tief und kommt hier. Wenn man auch Himmelstürmerin vom Yoga. Man funktioniert im Training, taucht das auch immer auf.
Ne, ich denke, man hat die Varianten. Ich erschwere nochmal eine Nummer. Genau. Ihr könnt euch das aussuchen, wo ihr gerade mitmacht. Auf den Knien oder ohne Anheben vom Bein. Einwöchiger Mama. Dann haben wir gleich eine Übung, die ihr auch den Praxisimpuls dann habt. Wir setzen uns mal auf eine Pupacke. Haben wir die Variante oder die höhere? Ich weiß schon gar nicht mehr. Wir machen die Variante jetzt. Wir gehen mal hier hoch. Genau. Wenn das gar nicht gehen würde vom Stützen her, dürfte auch tief gehen. Oder? Das ist halt nur das. Genau. Oder? Wir sind hier. Die meisten wissen schon, was kommt, gell? Oder hier. Genau. Oder? Weil ich gar nicht wissen kann, aber. Probiert es auch, ne? Leinwand umfällt gleich. Ja. Also, aus. Ich gehe nochmal rückwärts die Varianten durch. Genau. So, damit wir nicht schief sind, einmal auf die andere Seite. So. Ihr dürft direkt schon eure Variante wählen oder ihr macht mit ihnen alle durch. Genau. Genau, wir haben einmal vorne hinten gekräftigt, jetzt haben wir die Rotation, im Prinzip ist alles dabei. Bleiben oder höher. Genau. Oder noch eins höher. Genau. Also gerne probieren. Ja, und. Sehr schön. Einmal noch, wieder rückwärts gerne. Genau. So, dann die Tausendfüßler kennen viele auch. Jetzt gucke ich mal in die andere Richtung. Ja? Und dann sagt, oh, das hat die Handgelenke tun weh. Also das nächste Klappeis, auch wenn es jetzt so heiß ist, kommt bestimmt. Wir brauchen die Festigkeit, damit wir uns abfangen können. Ja? Also auch eure Teilnehmer, wenn die sagen, oh, meine Handgelenke. Das muss nicht in einer Stunde passieren, aber wenn ich immer mal zwischendurch wieder stütze, dann die Faust wechsle, dann, wenn ich mal ausrutsche, dann halten die Knochen. So, von hier aus nochmal die Beine nach vorne. Genau, bam, 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 bam. Aber da haben wir keine richtige Orientierung, deswegen gehen wir so mal nach außen, außen. Aber das Ziel ist jetzt Oberarm. Oberarm. So, wenn ich nicht drankomme, habe ich keinen Bauchbonus. Hüftbeuge ist Ende hier. Ich brauche den Bauch. Genau. Wenn das gar nicht geht hier. Ne? Und diese Hundchen geht genauso. Ich dürfte wieder aussuchen. Maria. So, wenn ich gar nicht ankomme, dann fehlt mir die Beweglichkeit. Deswegen brauchen wir gleich die Yoga-Elemente. So, aber nochmal diagonal. Das heißt, wir gehen nochmal hier hin und probieren, gerade mal diagonal da vorne dran zu kommen. Ein bisschen als Test. Wenn es nicht geht, probiert es oder macht es hier. Und wenn das Ende hier ist, lernen Bauch zu. So, jetzt dürfte die Handgelenke auch mal in die andere Richtung durchgehen. So, genau. Jetzt kommt erst eine Übung, die ihr erkennt, ja? Aber nur für die funktionelle Übung im Stand, die dann wieder eher Richtung Crossfit geht. Kennt ihr bestimmt. Kennt jeder. Ja? So, und nochmal drei Wiederholungen. 2, 3 und schon wechseln nur, das kenne ich. 1, 2,
Genau. Dann kommen wir nach oben. Aufpassen im Kreislauf. So, wenn ich mich so rum, sieht das besser. So, wir haben eben gekreuzt. Ich stelle mich mal auf mein, und hier ist das Bein spiegelbildlich, wenn es euer Recht ist. Ich kreuze hier und ich gehe wieder hoch. Ich kreuze, damit ich nicht so durchfliege, halte ich mich mal hier vorne fest. Erstmal. Da gucke ich mal, ob ich hier so ein bisschen tiefer gehen kann. Die Knie stabilisieren, nicht nach vorne, Ferse bleibt unten. Ja? Oder ich schaffe es tiefer zu gehen. Ja. Und in der Mitte wieder ein bisschen sammeln. Genau. Ja, noch dreimal. Eins. Zwei. Drei. Genau. Anderes Bein. Ja, kann ja. Bam. Erstmal sicher. Bam. Bam. Und wieder öffnen. Öffnen. Und der Weg geht tiefer. Öffnen. Meistens kommt man nicht tief, weil halt die Beweglichkeit fehlt. Oder die Kraft. Ja. Manchmal ist auch die Kraft im Oberschenkel. Manchmal ist es auch einfach nur, dass der Ablauf noch nicht drin ist. Dann machen wir es im Wechsel. Einmal die eine Seite, einmal die andere Seite. Eine Seite, ja, wie so ein Knix. Genau, Knixbewegung. Schön. So, ja. So, lachen müsst ihr sowieso, Brust öffnen. Ja. Lassen wir die Arme mal wieder weg. Das heißt nicht ganz weg, sondern wir gehen mal wieder hier in die Diagonalbewegung. Und der Weg geht tiefer. Genau, und dann kann ich hier gucken, ob die Kraft ausreicht, ob ich sogar noch tiefer kann. Bam, ja? Ja. Möglichkeiten aussuchen. Bam. Bam, genau. Ja, jede Seite einmal, reicht ja schon. So, jetzt mal zum Kennenlernen. So, den Po brauchen wir, ja, zum Beruhigung, weil der Po hält uns ja aufrecht. Praktisch. So, von hier aus gehen wir mal zum klassischen Yoga rüber. Ja, Kniegrätsche. So, ihr beugt mal herbei, euer rechtes. Stimmt auch. So, ich denke an das, was ich unten am Boden gemacht habe. Also, war fest. Ich erkläre mal ganz gerne, das Ding heißt Krieger, ja? Warrior. Das heißt, nehmt auch mal eure Kampfposition ein. Immer so Fäuste bilden. Und dann merken wir, wenn jetzt jemand kommen würde, ich bin nicht umzuhauen. Ich bin fest. Genau. Ich hätte auch gerne gesagt, so die feste Variante. Nicht die wackelige, die ist für die Hüfte schön, aber ich hätte gerne die fest. So, von hier aus öffne ich mich. Und die andere kenne ich. Krieger 2. Genau. So, und euer Mensch steht fest. Richtig fest. Schultern sind in den Bauch. Spannt an. Das gibt noch einen Krieger 3, den machen wir jetzt aber noch nicht. Wir gehen mal in den kleinen Winkel. So, und damit eben nicht das da entsteht, sieht es gar nicht richtig, ja, sondern die Außenrotation, die haben wir mit der Hand unter den Kopf. Die Schulter kommt automatisch nach hinten. Und schauen wir mal am Ellenbogen vorbei Richtung Decke. Hier draußen, das Richtung Himmel. Bleibe oder ich ziehe mich tiefer. Dahin oder noch weiter. So, gleichmäßig atmen. Ein bisschen spitz ist gut. Da von hier aus gehe ich direkt wieder hoch. Die Schulter nochmal so richtig nach hinten. Dann mache ich mal so eine Adlerbewegung. Bringt mir auch was für die Seilspannung und sonst was, auch wenn es jetzt hier langsam ist. Und da kann ich mir ja auch vorstellen, dass ein kleines Vögelchen ist. Dann noch ein bisschen. Schulterblätter frei. So, kurz sicher. Dann drehe ich einmal rum. So, nochmal die Fäuste ballen und nochmal hier wirklich fest. Also wirklich fest stehen. Dann bin ich unsauber. Von da aus, wenn ich jetzt merke, okay, nicht dran, muss ich nicht mehr strecken. Schulter wieder richtig nach hinten ziehen. Hier Oberschenkel anspannen, wenn das Knie nicht verdreht. Stehe ich fest. Gehe
hier rüber. Sieh, damit die Schulter hinten ist, gehe ich wieder mit der Hand hinter den Kopf. Kann auch so locker sein. Hier versuche ich groß zu werden. Also nicht das da. Ich glaube, man sieht einen Unterschied. Sondern ich drehe mich auf, wenn ich es schaffe, von der Hüfte her. Ich komme da halt auch nicht so weit von der Hüfte her. Merke, ich müsste noch weiter nach da. Aber Hauptsache es zieht dann hier. Also hier als Genum. Dann seid ihr richtig. Bleibe oder ich gehe tiefer nach unten. Und diese Seitdehnung, das ist was, was ihr braucht. Ja, weil der Abstand hier der letzten Rippe, wenn man wieder vom Becken kann, der ist auch, sorgt dafür, dass die Wirbelsäule wieder mehr Länge bekommt. Na, gleichmäßig atmen. Dann gibt es noch das Dreieck, also Tri-Drei-Kon-Ecke. Dreieck, Asana, Asana-Übung. Wir gehen nochmal hier in den Winkel und wir bauen es mal von unten auf. Von unten auf heißt, ich halte mich mal fest durch meinen großen Zeh. Guck, wie weit ich das Bein strecken kann. Wenn ich es nicht strecken kann, ist nicht schlimm. Ja? Und das ist die Spitze vom Dreieck hier in meiner Hand. Und öffne mich so weit, wie es geht. Von unten aufgebaut. Dann zieht die Spitze vom Dreieck mich mal hoch und ich gucke einfach mal, damit ich eigentlich so wirklich so Dreieck bilden kann. Da ist die Spitze. Eine Ecke, andere Ecke, da oben. Das Ganze machen wir auch wieder an der anderen Seite. So, ich baue nochmal von unten auf. Die Schulter ganz nach hinten. Strecke so weit, wie ich schaffe. Und ziehe mich in die Länge. Genau. Und dann bleibe ich oder ich ziehe mich hier hoch und gucke, dass ich wieder, wo ist die Spitze da? Hier groß über die Seite. Oberschenkel ist fest. Brauchen wir sowieso gleich die Oberschenkel. So, ja, die Bezeichnung brauchen wir nicht kennen, aber ich finde jetzt die nächste Bezeichnung finde ich so schön. Ich kann auch nicht viel aus dem Sanskrit, aber so ein paar. Wir nehmen mal die Hände an die Beckenkämme, machen die Knie erstmal durch den Kopf und greifen mal hier die großen Zehe. Meistens sind nur enge Schuhe, sind die Esel, da kann man ruhig mal ganz weit auseinanderziehen. Ja, so. So, das ist Padan, Samshlasak. Ja, Padan Mustasana. Dann komme ich gleich, das hört sich also nach Star Wars an. Und die nächste da, Padan Hastasana. Ich gehe mit der Handfläche auf die Fußsohle. Ja, und ich finde, das hört sich nach Star Wars an. Ja, Padan, der hasst die Asanas. Also, Asana, nicht passend. Wie gesagt, wenn ich nicht runterkomme, ihr könnt mal merken, wie groß eure Füße eigentlich sind oder wie groß die Hände. Wenn ich ganz drunter bin, wirklich da, wo wirklich dann im Prinzip meine Hand zu Ende ist, das Daumengrundgelenk, komme ich ja richtig weit nach unten. Wenn die Beine strecken kann, gerne. Aber das ist nicht wichtig. So, dann kommen wir einfach wieder über den Schuhen, weil das brauchen wir ja. Was brauchen wir? Den Oberschenkel brauchen wir halt, um den Rücken zu entlasten. Deswegen, weil das brauchen wir. Jetzt kommen wir ganz nach oben, lockern uns ein bisschen aus. So, jetzt kommt wieder die Bezeichnung. Ich halte mich mal hier. Wir machen das auch schnell durchgang, weil das im Prinzip gleich im Sitzen einfacher ist, weil ich nicht weiß, ob das alle bestehen können. Ich fasse einfach nochmal kurz den großen Zeh, ja, und wir sind im Prinzip wieder bei unserem. Ja, das Standbein kann man ruhig ein bisschen wollen, mehr strecken kann auch schön. Und direkt die andere Seite. Auch wieder Gleichgewicht halten. Wir machen es gleich im Sitzen auch noch. Ja, das ist wieder sehr interessant für unsere Crossfitter, für Pistol Squat, also Pistolensitz, nur Pistolen nicht Sitz, sondern Kniebeuge. Ja. So, das heißt, ich muss mich den Po rausschieben. Das heißt, wir gehen mal nach unten und wie ihr euch hinsetzen wollt, direkt der Weg wieder anders. Einmal nach vorne. Ja. Guck mal, ob ich drankomme. So komme ich vielleicht dran. Und versuche mal, das Bein so weit wie möglich zu strecken. Dann stellt das mal hier.
Und ihr merkt, ich bin nicht krumm. Ich versuche mich wieder so weit aufzurichten, wie es geht. Wenn das hier nicht geht, ich kann das Bein auch so hängen lassen. Geht auch. Und dann versuche ich wieder, ob ich mit der Hand vielleicht wieder noch weiterkomme. Aber auch wieder nicht krumm. Ich kann mich da nicht krumm machen, ja, aber viele können das. Ob es ein Vor- oder Nachteil ist, weiß ich nicht. Andere Seite. Ja, auch hier oder hier. So aus. Guck, dass du dran kommst. Und dann bist du hier. Wenn das nicht geht, lass es hängen. Oder wieder mehr anziehen. Vielleicht ist es auch eine hilfreiche Übung, wenn du schon immer mal diesen Sitz machen wolltest. Ich meine, ich konnte es mal sehr gut, das ist eine typische Schwebebalkenübung dann gleich, aber dafür ist viel zu lange her. Dann nehmen wir die andere Seite, aber diesmal versuchen wir mit der Gegenseite. Ich habe jetzt hier mein spiegelbildlich mein rechtes Bein in die linke Hand und guck mal, möglichst weit an die Außenseite zu kommen. Entweder eine Knöchel oder eine Wade oder hier richtig an die Außenseite. Und wenn ich dann den Po noch anhebe, guck mal, dann bin ich schon recht weit, wo ich nachher gleich hin will. Ja, und das ist das Schönste, dehnen wir die ganze Ketten. Also nicht so, dass der eine zieht jetzt mehr in der Kniekehle, beim anderen mehr im Po, beim anderen, der braucht mehr Stützkraft. So, dann die andere Seite. Ja. Aufstellen. Ja, auch wieder diagonal. Bleibe oder geh wieder hin. So, dann könnte ich von hier aus aufstehen. Aber exzentrisch ist immer leichter als konzentrisch. Das heißt, wir gehen mal in den Stand. Und wer es nicht machen will, muss es auch nicht machen. Ja? Ja, das heißt, zupf dir dein Bein aus. Ja? Und dann sagt exzentrisch, so mal runter zu gehen. Und mach gerne wieder hoch. Ich mache jetzt nur das. Andere Seite auch, also gerne Schwung. Wieder hoch. Ansonsten komm anders hoch. Und sind wir gleich am Ende. Eine Übung will ich mit euch noch mal ein zweites Mal. So, da bist du, wie der Pistol Squat geht. So, und zwar gibt es beim Ashtanga Yoga, oder generell kennst du vielleicht vom Power Yoga auch, dass ich von der einen Position in die nächste komme und das Krokodil, die zwei Sachen machen. So, kennen wir auch vom Turnen, kennen wir vom Yoga, kennt man natürlich auch vom funktionierendes Training. So, von hier aus. Alle Wege erlaubt, wie ihr zum Brett kommt. Ja, schnellster Weg, der hier rüber. Ansonsten alle Wege. Ja. Dann die Liegestütze, die Cobra. Hier hin. Und dann direkt durchhocken oder, wie ich es jetzt vormache, hier hin und bin wieder da. So, das könnt ihr gerne ein paar Mal üben. Ihr könnt das später angucken, dann wisst ihr, wie es geht. Und das Krokodil, weil es dann noch eine wichtige Abschlussübung ist. Wir machen einmal klein und einmal großes Krokodil. Das ist unser Maul. Ja, was fein. Das Maul ist richtig auf. Und das Krokodil schlingelt sich durchs Wasser. Durch Nil oder anderes Wasser. Dieses Schlingeln macht die Stelle hier da. Versucht euch wieder hier lang zu machen, darüber, dass ihr im Prinzip euch nicht so hängen lasst, sondern euch richtig zieht, die Länge zieht. Dann wechseln wir zur anderen Seite. Ja. Man kann die Knie locker lassen, aber effektiver ist es, dann geht meine Hand zwar ein bisschen hoch, weil dafür dehne ich ja wieder mehr den Brustkorb. Genau. Dann habe ich gesagt, das große Korrigieren. Das kennt ihr eigentlich auch, auf jeden Fall von. Weil ihr Übungsleiter seid. Nicht aus jeder Übungsausbildung, aber es ist eine wichtige Übung, die Tränenlagerung. So, fangen wir mal an, Po anheben auf eine Pobacke. Ich gehe jetzt hier auf die linke Pobacke, strecke mein linkes Bein
Ich fixiere hinten oder vorne, wir fixieren nach vorne, das heißt, wir gehen mal mit der Ferse aufs Knie, also Möglichkeiten gibt es. Und dann gehe ich mit meiner Hand an die Außenseite und helfe ein bisschen. Vielleicht finde ich da die Mitte, das heißt, vielleicht bin ich auch mit beiden auf, aber meistens, wenn ich den Bauch ein bisschen anspanne, liege ich eigentlich nicht auf. Ich gehe mit Drehung dran. Schöner, dass wir jetzt viel länger halten. Wenn es zu lang ist, dann macht ihr nicht mit. Und ihr solltet mal so einen Querschnitt haben. Das heißt, wir wechseln. Schön ist, wenn man so 5 Atemzüge halten kann. Die 5 Elemente. 5 Finger und 10. Man muss jetzt nicht genau zählen. Dann streck dich nochmal richtig aus. Dann nehmen wir mal Hände und Füße zur Decke und zappeln noch ein bisschen. So müssen wir. So, und dann kommen wir über die Seite oder mit Schwung in den Sitz. So, Becken ein bisschen hin und her bewegen. So, mir geht's gut. Ja? Brustkorb öffnen. Lächeln, ich lächle jetzt in die Kamera und ja, ich hoffe, ihr lächelt auch zurück. Ja, und dann haben wir hier die Jutta nochmal, die zu mir kommt, genau. Ich komme einfach rüber auf die Matte. Ja, gut, dass es nicht mehr so heiß war heute, sonst wäre es noch schweißtreibender gewesen. Ja, aber ganz froh, dass ich jetzt zuschauen konnte. Ja, aber eigentlich liebe ich es, wenn man ein bisschen schwitzt, weil dann ist ja die Elastizität noch besser. Da. Stimmt. Genau. Und dann für Schwimmer ist ja schön, wenn es eigentlich so feucht, wenn es geregnet hat und dann richtig heiß wird, dann... Naja, wenn man schön schlecht, dann geht es ja fast noch besser. Stimmt. Ja. Ja, vielen Dank, Andrea, für deinen Querschnitt aus Yoga. Wenn ihr Lust bekommen habt, schaut gerne nochmal in unsere Praxisimpulse. Ich zeige euch auch nochmal das Heft. Ist diese Woche erschienen, Sport in Form mit unseren Praxisimpulsen zum Thema Cross-Yoga. Und ihr könnt natürlich auch auf unserer Internetseite zu den Praxisimpulsen kommen, wenn ihr noch nicht registriert seid. Dann schaut mal im Chat, hat Annika euch nochmal den Link geschickt. Dann könnt ihr euch gern bei uns registrieren lassen und dann kommt ihr über den Login zu unseren Praxisimpulsen. Ja, soweit für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen, fürs Zuschauen. Und gerne nochmal mitmachen, gell? Also ganz gerne wieder nochmal. Ja, genau. Ihr könnt es euch ja immer nochmal wieder anschauen. Und das Programm nochmal durcharbeiten. Ja, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Andrea wird vielleicht auch in nächster Zukunft ein Seminar anbieten zum Thema Cross-Yoga. Das werdet ihr dann sicher erfahren auf unserer Internetseite. Genau, ansonsten fragt halt nach. Sehen wir auch, wie viel Interesse da ist. Auch ganz praktisch. Genau, stimmt. Ja. Schreibt uns gerne mal in den Chat, ob ihr Interesse an diesem Thema habt. Und dann gehen wir gerne drauf ein. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Denkt dran, morgen wieder einzuschalten. Unser Programm findet ihr wie immer auf Bildungswerk Live. Und jetzt sagen wir einfach nur tschüss und genau. Einen schönen Tag. Ja. Tschüss. So, sehr schön. Das ist bestimmt gut geschwitzt, ne? Ja, aber ich merke, das ist Luftfeuchtigkeit, das Ort. Es ist endlich, wenn man nicht so leicht schwitzt, ja. Schon schwitzen kommt, dann tut's gut. Das ist einfach so ein Moment, ich bin gespannt. Ich will dann so etwas geschaffen, dass ich mir den Menschen zu viel gemacht habe.